MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, hallo liebes YouTube, hier ist mal euer THC mit Toastbrot gegen die Wand. Und ich bin heute nicht alleine, wie man sehen kann, in dieser fucking geilen Liste habe ich dann noch den Parabellum. Hallo YouTube, Parabellum wieder am Start. Dicke Dinger. So, wir spielen Killing Floor zu zweit. Karte Ice Cave, Schwierigkeitsgrad Anfänger. Jo, einfach mal Anfänger? Nur zum Chillen mal eine Runde. Ja, zum Chillen, okay. Dann chillen. Mama, ready, Digga. Und ready. Okay. Wir spielen hier Christmas-Version mit den schönen... Ja, weiß nicht, diesen... mit den Christmas-Viechern. Sternchen und so weiter und so fort. Wow. Damn Slow Motion! Ich habe Frau und Kinder, bitte tötet mich nicht! In Slow Motion! Boom! Bam! Ah, sie sollten mal zum Händler. Also, du bist die falsche Richtung, musst hier bei mir entlang. Ich zeig's auf jeden Fall an. Ich laufe, ich eile, ich fliege und sonst irgendwas. Wie, sind halt heute leuchten. Ein Weihnachtsgeschenk verpackt. Munition zu Weihnachten. Munition zu Weihnachten. Gibt's was Schöneres? Dicke Dinger. Am Nachladen. Oh mein Gott. Es ist Santa Claus. Bäh. In Slow Motion. Wow, 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 wow. Stirb, Kartoffel. Nein! Motherfucker. Ach, immer... Ich habe genau die Schießeisen, nach denen ihr sucht. Dankeschön. Immer wenn ich ja das Motherfucker sag, weißt du, warum muss ich denken? An Hitman Blood Money. Das ist Hitman Blood Money und zwar in der englischen Fassung, wenn du die englische Fassung spielst, die Demo-Level, oder? Da ist ja der eine auf diesem Einhorn drauf, da in dieser versteckten Sache dort, wo sie Benzin über ihn gießen, oder? Ah, ja. Und da sagt er das halt eben, Motherfucker. Der sagt das wirklich zu ihm, Motherfucker. In der deutschen Fassung sagt er das eben nicht. Der sagt er nicht Motherfucker. Ja, und er tut ihm nicht Benzin. Das ist typisch deutsche Fassung. Ja, und er tut ihm nicht eben das Benzin über ihn gießen. Das kannst du nicht. Nur in der englischen Fassung. Ich habe leider nur die deutsche. Obwohl ich es in der Schweiz gekauft habe. Ja, ich eben leider auch. Ja, boah. Schweiz verkauft auch nicht nur... Oh. Krass. Ja, es wird ja wird nicht immer alles... Ja, eben. Selber. So Zeug sieht man in Deutschland nicht so gerne. Ja. Dafür aber Pornografie eben. Das wird ja weniger. In Deutschland wird Sexualität weniger zensiert. In den USA ist es ein No-Go, da wird es dann zensiert. Ja, und genau das gleiche umgekehrt einfach mit Gewalt. Ja, dann, gut, in Amerika hat doch ziemlich starke Propaganda in ihren, ich meine, wenn du Call of Duty spielst, dann siehst du ja nur Propaganda von denen. Darum spiele ich auch gar nicht mehr die Kampagne groß. Du hast ja die Ghost-Kampagne angespielt, ne? Hab ich gesehen. Ja, ich habe die Ghost-Kampagne angespielt. Das ist wirklich so ein bisschen Amerika for the win. Ja, das ist langweilig. Ja, gute Dame werden wir. Was ich immer sagen muss, ist eben ja, zum Beispiel, es ist zwar so, dass der Zweite Weltkrieg ja an sich wirklich ziemlich scheiße war, also wirklich etwas Brutales, wenn du es wirklich so siehst, aber ich finde es mega schade, dass alle Deutschen direkt immer so als die ganz schlimmen Nazis angezeigt werden und es wollte ja unbedingt jeder den Krieg haben, weißt du, aber das stimmt ja gar nicht, weil zum Beispiel mein Onkel war auch im Krieg und der wollte das ganz und gar nicht und der war eigentlich Lastwagenfahrer und ja... Den haben sie dann auch in so ein Lager festgehalten und deren schlussendlich, der hat's überlebt, der kam raus, aber wirklich glücklicher Mensch war er wirklich nicht mehr. Also die letzten Jahre, wo ich wirklich mit ihm verbracht hatte, ja, war ein bisschen eigen, sagen wir es mal so, ne? Er wollte auch nie drüber sprechen eben. Und ich finde es immer sehr schade, dass in den Propagandaspielen eben aller Call of Duty immer die Amerikaner als die Helden und die Deutschen immer als alle... als herzlose Nazis dargestellt werden. Und wenn man nachdenkt, dass es da drunter Leute gibt, die gar nicht den Krieg wollten, das finde ich immer sehr schade, das wird immer verheimlicht. Und da wird den Deutschen immer so die Augen schwarz gemacht und dann immer so als alles Massenvernichtungswaffen dargestellt.
als alles die Killermaschine von Hitler. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das gibt einen sehr, sehr schlechten Ruf eben. Das hat sich ja langsam ein bisschen gebessert. Ja, ist so. Deutschland hat sich ja von diesem Nazi, ganzen Nazi, wie sagt man, sag mir das Wort, diese Nazi-Welt, den hat Deutschland dann ja gar nicht mehr. Ich meine, ich mag Deutschland sehr gerne. Ich war letztens noch in München und die Deutschen, das ist ein extrem geiles Volk, muss ich sagen, mag ich wirklich. Und es wird da halt einfach, ich meine, gut, die Nazis oder die Russen, das sind halt einfach immer die Feindbilder schlechthin, die kann man reinsetzen, da stört sich keiner. Ja, finde ich halt nur einfach ein bisschen schade. Das ist wirklich immer nur so. Guck mal, hier liegt eine L86. Bitte? Auf dem Boden, ein Sturmgewehr. Ich kann sie nicht tragen, ich habe das deutsche Sturmgewehr 44. Ups, das war die Drohung. табe einen Unterhandrepetierer. Okay, ne. Ja, das finde ich wirklich sehr, sehr schade eben. Weil es einfach, ja eben die Russen, oder? Das ist wirklich einfach die Propaganda eben, weil Russland ist auch kein schlechtes Land. Gut, klar, momentan gibt es diese blöden Sachen mit der Schwulenfeindlichkeit. Das finde ich absolut auch ein No-Go, weißt du? Also ich muss sagen, ich habe nichts gegen diese Leute, solange sie mich auch in Ruhe lassen und so. Wenn ich sage, hey, hör mal, bin nichts von dir, dann finde ich alles in Ordnung. Aber wenn man dann die Leute jagt und exekutiert, wie in Russland, dann... Ja, man, jeder so öffentlicher Schwulenhass, den finde ich eigentlich gar nicht okay. Ich meine, ich hab auch Freunde, die schwul sind oder lesbisch und ich finde das beinahe krank, muss man sagen. So viel Intoleranz nur wegen der Sexualität der Menschen, das ist... Ja, manche glauben, das ist eine Krankheit. Völlig unverständlich für mich. Ich meine, Homosexualität ist eine... das ist eigentlich nur ein genetischer Fehler. Und da können die Leute ja nichts dafür. Ja. Und dafür werden sie gejagt. Ja, getötet, gejagt, genau. Sehr, sehr schade. Wo wir ja in der heutigen Zeit ja was von Demokratie und alles reden. Gut, Russland hat Nachladen in Slow Motion. Ja, dementsprechend finde ich es sehr, sehr schade eben. Statt mal ein Spiel zu machen, wo man darauf eingeht, dass diese Leute eben, dass es denen nicht gut geht eben, wird halt eher nochmal aufs Land drauf selber beschissen eben und gesagt, ja, alles böse Leute eben. Und das wollen ja nicht alle eben. Ja, ich denke mal so oder so, in einigen Jahren, da werden wir es da richtig schwer haben. Das wird noch echt alles Probleme geben. Ja, das wird noch Probleme geben. Oh cool, ne. Schrotflinte. Am Nachladen. Wow, ich habe in der Hand gerade doch jemanden gekillt. So lol. Ja, ansonsten eben. Ich bin ja hier. Ich finde es eben allgemein das Thema Videospiele, finde ich es immer noch recht schade, dass sehr viele Leute so uninformiert. So viel Krams daraus reden, also was wir im Videospiel sehen, das ist nicht mal ansatzweise das, was man wirklich in der Realität sozusagen sieht. Und ich muss auch sagen, diese Behauptung auch von vielen unseriösen, Recherchen über eben selbsternannte Experten. Experten nenne ich sie gerne. Ne, ich habe jetzt auch meine Abschlussarbeit in meiner Ausbildung über das Thema Jugendliche und Videospiele geschrieben. Und ich finde es einfach, es ist extrem, was da eigentlich für Blödsinn veröffentlicht wird von Leuten, die eigentlich wirklich, sie spielen nicht selber, sondern haben einen psychologischen Abschluss, schauen sich ein Video an und schließen daraus ihre Schlüsse. Ja, unglaublich gute Möglichkeit, ja, ein Thema abzuschließen, ohne sich damit zu beschäftigen. Ja. Mit der Waffe. Das ist eine Schrotflinte. Genau wie mit dem Mass Effect, wo sie ja eben auch das gesagt haben, da war in New York in der Fox Time irgendwie war das doch. Hab's auch mal gesehen, das war ja glaube ich in Giga oder wo war das drin?
Genau, glaube das habe ich nicht gesehen. High Five hat er. Ja, ja, das ging ja drum eben, dass im Mass Effect irgendwelche Sexualität eben, dass Frauen als Objekte dargestellt werden. Und da hat der eine. Ach ja, nee, Mass Effect ist, glaube ich, was in Australien, nicht in Australien. Nein, nein, es hat auch was mit der Sexualität verboten. Zu tun. Ja, ja, ja. Eben. Weil du gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen konntest. Das stimmt, aber es gab noch ein anderes Thema und das war halt eben, dass da gesagt wurde, dass Frauen als Objekte dargestellt werden. Das war aber eben in Amerika noch, in den Fox Times, weil, wow. Weil, wenn die Sexszenen dort. Dabei hat der, ach man, siehst du ja wirklich in diesen Szenen meistens nur maximal den Po. Mehr war es ja nicht. Und das wurde dann eben kritisiert von dieser Professorin quasi und hat bei ihm nachgefragt, ja, haben sie das denn mal gespielt? Nein, ja, woher wissen sie es dann? Und dann haben ja die Zuschauer haben ihr Buch komplett gehatet auf Amazon. Ja, und dann hat sie sich dann entschuldigt. Aber auf die Entschuldigung von Fox News erwartet man immer noch. Es ist sehr schade, dass einfach so immer ein Sündenbock gefunden wird. Finde ich echt sehr schade. Kann man halt nichts machen, das sind Medien. Ja. Die werden dafür bezahlt, sowas zu verbreiten. Ja, Mann, komm, stirb doch. Das deutsche Stummwehr 44 ist wirklich sehr gut. Ja. Sehr zuverlässig. Und besonders die Behauptung mit hier, er soll mit einem brutalen Killerspiel das Ziel gelernt werden, Zitat aus Frontal 21, ist der absolute... Oh Mann, das ist aber schon einige Jahre alt. Ja, ich kann es trotzdem immer wieder ausgraben, weil es kotzt mich immer wieder an und es wird immer wieder auch aufgekotzt. Und es ist etwas, nee, es ist etwas, was mich ziemlich sehr beschäftigt, eben weil, oder beziehungsweise es ist ein Zitat eben jetzt von mir, wo ich sagen muss, da ist nichts dran und ich finde es einfach schlimm eben, dass das so gesagt worden ist. Und dass das eben auch Eltern für wahrnehmen. Es gibt halt eben gewisse RTL-Zuschauer eben, die das wirklich für wahrzunehmen. Und das ist nicht so. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal ein Sturmgewehr 90er in der Hand hatte, eben hier Schweizer Sturmgewehr eben, kennt ihr vielleicht, habe ich mal präsentiert mit BF3 und so, gibt's auch da drin. Gut, das, ne? Und OMG. Eben nicht, ne? Also ich konnte es nicht, also der Marc hier, dem, wem gehört das? Dein Bruder, dein Vater? Ich weiß es nicht. Ist von deinem Bruder, oder? Das war das Gewehr meines Bruders. Ich benutze das momentan, da ich selber den Militärdienst nicht absolvieren darf. Doppelt untauglich. Ja, leider. Ja, ist ja nichts. Du bist ja Schützenmeister. Nee. Ja, ich bin Schützenmeister und Jungschützenausbilder. Das heißt, ich bilde Leute ab 11 Jahren aus im Umgang mit dem Sturmgewehr 90. Und diversen Pistolenarten. Mein Beileid übrigens. Ach, so schlimm ist es nicht. Nein, du hältst das Gewehr falsch herum. Es muss die Mündung muss im Mund sein. BÄM! was ist das schon wieder für eine Missgeburt, ey? Ja. Wie gesagt, eben. So halt einfach mal. Ist das nicht. So einfach ist das, wie gesagt, eben nicht mit dem Gewehr umzugehen. Und, nee, da unser THC, der da gerne seine Scores im COD reißt, dann genau. Stellt man ihn vor ein richtiges Gewehr und der wusste ja nicht mal, wie er das Magazin da reinkriegt. War das, ja geil. Das war, das stimmt, mit dem Magazin stimmte nicht, ich wusste nur nicht, wie man es denn sicher sollte. Also in Klartext, wenn ich einen Amoklauf machen würde, ich hätte keine Ahnung, wie ich da umgehen müsste. Maximal der Pistole, das ist einfach. Magazin rein. Was ist der Dicke jetzt? Weiß nicht, der ist unsichtbar. Kann die Türen verschließen. Nein, du sagst. Taste. Ja, eben wie gesagt. Ich denke mal, da machen wir nochmal ein separates Video zu diesen Themen. Wir haben jetzt ja ziemlich viele Themen wieder angesprochen hier. Aber ich denke mal, das gefällt YouTube bestimmt. Wenn nicht, also ihr könnt natürlich das jetzt sagen, vielleicht habt ihr auch welche Themen, über die ihr gerne sprechen möchtet. Da sind wir halt, wie gesagt, sehr, sehr offen. Hinter dir ein paar Mongi-Druiden oder Goblins oder weiß der Koko. Elfen. Elfenkacke. Level up. Voll die Fresse. Wow. Ah, du musst warten, bis er nicht mehr so unsichtbar ist, also durchsichtig. Vorsicht, halt dich mal. Nicht, dass wir hier noch drauf gehen.
Da, bam, Motherfucker. Jetzt mach's Boom. Da. Wir haben Sieg. Der Trupp hat überlebt. Yay. Ja, Leute, danke wieder fürs Zusehen.